Kurz vor der Herbstpause, englische Woche, Bundesliga, der 16. Spieltag. Und hier kommen unsere Tipps. So sieht's aus. Oddspedia, the Sports Betting Community. Auswertung der letzten Wochen machen wir spätestens in der nächsten Woche dann nochmal, um uns unsere eigene Hinrunde mal anzuschauen. Und hier haben wir schon das erste Spiel, Radek. Das ist der VfB Stuttgart gegen Bayern München. Was denkst du da? Naja, dass die Bayern ähnlich es knapp gestalten könnten wie im Spiel gegen die Mainzer. 2:1 gegen Mainz und ich denke, der VfB wird hier zumindest auch das machen, was wir in den letzten Spielen erfolgreich bei Bayern-Spielen gesehen haben, ein Both Teams to Score. Aber da ist die Quote mit 1,67 nicht so wirklich interessant. Man kann es fast noch irgendwie machen, weil so, glaube ich, die letzten beiden Spieltage vor der Winterpause werden viele Tore fallen und werden auch die Stuttgarter zu Hause gegen die Bayern treffen können. Jetzt meine ich jetzt nicht mit vielen Toren fallen nur bei dem Spiel, sondern allgemein. Und es wird vor allem einige Außenseiter-Überraschungen wieder mal geben. Und da könnte Stuttgart ja wirklich eine große schaffen. Aber darauf setzen würde ich natürlich auch nicht. Aber beide Treffen wären noch das Attraktivste, aber die Quote ist mir zu niedrig. Ja, vor allem Bayern ist ja jetzt auch mehr oder weniger schon wieder mit einem guten Puffer. Der Sieg gegen Dortmund, dann unentschieden Dortmund gegen Bochum. Dazu haben sie Mainz noch gerade so gewonnen. Ja, da ist ein bisschen Luft. Luft haben beide Teams, auch Bielefeld und Bochum, und zwar nach unten ein bisschen. Ich finde, die spielen eine wirklich gute Hinrunde. Vor allem Bochum zeigt jetzt auf, auch mit dem 1-1 gegen Dortmund, da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Und jetzt sind sie gegen eine gleich starke Mannschaft auswärts mehr oder weniger der Underdog. Geht da was für den VfL oder holt genau die Arminia in solchen Spielen dann die wichtigen Punkte? Ja, das müssen sie ja. Sonst bleibt ihnen ja keine Chance. Die haben zu Hause aber auch noch kein Spiel gewonnen, muss man sagen. 5 Unentschieden. Und für Bielefeld sieht es halt auch ganz schlecht aus, obwohl sie ja gefühlt gar nicht so kacke sind, wie sie in der Tabelle dastehen. Aber sie gewinnen halt auch nichts. Die letzten 4 Spiele nur 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Deswegen schon echt beeindruckend, was hingegen Bochum gezeigt hat. Die sind unglaublich kampfstark und deswegen sehe ich die natürlich hier als Favoriten und eigentlich muss man auf Asian Handicap 0 Bochum gehen, kriegst eine 2,15 und ja, das ist es. Ja, das ist eine gute Quote. Auf der anderen Seite finde ich Bielefeld gerade in diesen Spielen sehr, sehr gut und sehr stark und auch bei der Hertha wahnsinnig chancenlos. Ich hätte tatsächlich so ein bisschen das Unentschieden im Kopf. Wird mal Zeit, dass wir in dieser verkorksten Unentschieden-Saison mit unseren Tipps mal treffen. Und da wäre so ein Spiel prädestiniert, ein 1-1, ein 0-0. Ich glaube, damit könnten auch beide leben. Aber da siehst du Bochum zu stark für? Ja, irgendwo schon. Also Mai, wer gegen Dortmund einen Punkt holt, der muss Bielefeld besiegen. Eigentlich, vielleicht gibt es aber auch sowas wie den Dortmund-Fluch, dass man nach einem guten Spiel gegen Dortmund dann denkt, oh, jetzt sind wir hier, die Bochumer, yeah. Und dann kommt Bielefeld und klatscht die weg. Wäre auch keine Überraschung im Sinne von, weil Überraschungen ja in der Bundesliga fast an der Tagesordnung mittlerweile sind. Ganz schwer zu tippen deswegen. Deswegen kann ich mich mit dem Unentschieden genauso anfreunden. Und ich finde auch, dass wir nicht einknicken sollten, nur weil wir halt einen schlechten Lauf jetzt mit Unentschieden haben, was natürlich nicht an uns liegt. Aber schau mal, wie wenig Unentschieden gibt es in der Bundesliga. Das ist abnormal. Das muss sich früher oder später wieder ändern. Die Strategie zu ändern, die seit Jahren erfolgreich ist, das wäre der Fehler. Ja, genau. Und wir sehen auch, du hast es gesagt, Bielefeld noch mit keinem Heimsieg, aber dafür 5-mal unentschieden schon daheim gespielt. Stell mal vor, wir hätten ausgerechnet auf die Arminia jedes Spiel ein X daheim gesetzt. Dann, das wäre ja Money ohne Ende. Da würden wir richtig im Geld baden. Bei Mainz gegen Hertha, die Mainzer haben jetzt gegen die Bayern verloren, haben es aber wirklich knapp gehalten. Und auf der anderen Seite die Hertha mit dem so wichtigen Heimsieg, da wurde es auch mal Zeit, dass wieder die Tore fallen. Es gab ja dann den 2-0-Sieg gegen Bielefeld und für mich ist die Hertha weiterhin
ein Team, das man nicht unterschätzen sollte, die aber auch nicht wirklich so gut sind. Und Mainz, Wundertüte. Ich glaube, wir sind uns einig, gerade wenn wir sagen, Mainz hätte eine 1,8er-Quote definitiv nicht verdient von der Favoritenrolle. Und deshalb sage ich jetzt mal in den Raum, wenn man der Hertha hier einen Stich gibt, dann könnte man mit dem Asian Handicap 0 bzw. X2, also 0,5, immerhin einen Verdoppler bekommen. Und irgendwie glaube ich schon, dass die Hertha besser ist, als in der Tabelle zeigt. Wir schauen uns auch mal die Auswärtstabelle an. Da ist Hertha immerhin mit 2 Siegen auf Platz 8 und daheim, wenn es denn was hilft, die Mainzer einen guten 6. Platz. Oder was denkst du? Glaubst du, Mainz macht immer so das Gegenteil, was wir sagen, wir sollten lieber zum nächsten Spiel surfen? Nee, also ich würde hier auf keinen Fall halt auf Hertha setzen. Das ist ja auch eine absolute Wundertüte, auch wenn sie jetzt mal ein Spiel gegen Bielefeld gewonnen haben. Wow, Gratulation. Aber wir haben es so oft gesagt, die sind eigentlich besser, aber nein, sind sie eben nicht. Und deswegen, Mainz ist richtig gut, hat jetzt gegen Bayern nur 2-1 verloren und zu Hause ist Mainz sowieso ultra gut. Gegen die zu setzen ist blöd. Die Mainzer Quote finde ich aber auch nicht attraktiv. Ich könnte mir vorstellen, beide treffen, 1,92. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Unentschieden in dem Spiel. Genau. Wäre absolut das nächste potenzielle Unentschieden, das wir vielleicht auf der Liste haben könnten. Quote mit 3,8 auch sehr gut. Aber nichtsdestotrotz halte ich Mainz schon ein bisschen besser. Und ja, kann mir auch fast nicht vorstellen, dass das so, die Buchmacher gehen ja von einem Unterspiel hier aus. Ja. Über 2,5 Tore gibt eine Quote von 2,0. Also finde ich fast auch interessant, weil warum sollten die sich nicht gegenseitig ein paar reinjubeln? Ja, vor allem unter Korkut gab es jetzt bisher 2 Spiele, 2x2 Tore, ne? 4 Punkte, 2-2 in Stuttgart, jetzt 2-0-Sieg gegen Bielefeld. Also mal schauen, ob dieser positive Lauf weitergeht. Hingegen, ja, deswegen sollten wir das machen, oder? Also beide treffen, 1,9 oder über 2,5, 2,0? Nee, die beide treffen. Ich glaube, ein 1-1 ist mir fast in der Wahrscheinlichkeit lieber als ein 2-1 für irgendwen. Deshalb nehmen wir beide treffen, das auf jeden Fall mit. Und schade, dass ich dich nicht für Hertha punktet begeistern konnte. Irgendwie glaube ich daran. Aber beide treffen, why not? Einer würde ganz gerne mal treffen und das ist der VfL Wolfsburg und zwar ein Dreier oder zumindest mal ein Punkt. Wir sehen hier 5 rote Kreise, 5 Niederlagen in Folge. Köln ist jetzt mal mit einer Überraschungsniederlage daheim gegen Augsburg so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Nichtsdestotrotz, Köln, wir wissen es schon, Radik, die sind auswärts schwach, aber auf Wolfsburg, da kannst du doch jetzt eigentlich kein Pfifferling mehr setzen, da ist der Trainerwechsel-Effekt fast schon wieder vorbei. Ja, weil es keinen Trainerwechsel-Effekt gibt. Der habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie unter den letzten 10 oder 11 Wechseln in der Bundesliga gab es nur 3 oder so, bei denen der Wechsel dazu geführt hat, dass die Mannschaft dann mehr Punkte geholt hat. Und das waren Baumgart. Das war ja, wie heißt der? Kramer von Bielefeld ja. Und natürlich ja, Svensson von Mainz. Also die drei, aber Kofeld dachte man auch erst nach dem ersten Spiel, das er gewonnen hat, was die anderen nicht so gemacht haben. Läuft es vielleicht besser bei Wolfsburg, aber es ist schon erschreckend eigentlich, wie so eine Mannschaft dann so krass schwach einbrechen kann. Und auf der anderen Seite Köln, warum die auswärts so schwach sind, holen halt einfach alle Punkte zu Hause. Hier kannst du auf keinen setzen. Und dass Wolfsburg Favorit ist, macht irgendwo Sinn. Ein Unentschieden macht auch Sinn, aber die beiden Mannschaften sind irgendwie zu schwer einzuschätzen, dass man da irgendwie eine Wette irgendwie eingehen würde. Ja. Es gibt noch ein Team, das jetzt vom Selbstbewusstsein her ziemlich unten sein dürfte. Vielleicht nicht ganz so krass wie der VfL, aber immerhin 9 Tore kassiert in den letzten beiden Spielen. Und das ist Borussia Mönchengladbach. Die haben jetzt daheim eine Zweierquote gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, die Frankfurter mit einem 5:2 Kantersieg gegen Leverkusen haben uns unsere beste Wette, ich glaube mit einer 6er- oder 7er-Quote, erfüllt. Und auf der anderen Seite Leverkusen
hat natürlich auch nach einer 2-0-Führung da mitgespielt. Gladbach nach dem 0-6 gegen Freiburg, ein bisschen besser gegen Leipzig, aber Leipzig jetzt auch gerade mit Tedesco bzw. auch Bayer Leverkusen zwei gute Spiele in Folge. Da sind sie auch unter die Räder gekommen und jetzt hier muss man auch schauen, beide treffen. Das ist ja eine Wette, die wir jetzt schon öfter in der Saison ganz gerne gespielt haben. Mit einer 1-6-7 kann man eigentlich spielen. Frankfurt offensivpotent, haben immer getroffen in den letzten Spielen, auch auswärts gut mitgespielt. Und Gladbach, die werden sich jetzt kaum reinstellen. Von den Quoten her muss man sagen, wenn wir auch hier mal aufs Asian Handicap schauen, Frankfurt ist ja Außenseiter. Die X2-Wette würde eine 1,9 geben. Und wenn man sagt, dass Frankfurt jetzt mit ihrem Lauf weitermachen, Asian Handicap 0, sogar eine 2,76, gab ja nun mal eine ganz kurze Auszeit von der Eintracht gegen Hoffenheim. Ansonsten sind die wirklich auf Zack, spielen wieder gut, sind Erste in der Euroleague geworden, können da jetzt sogar pausieren, während andere Teams noch einen Einzug ins 16-Finale spielen. Also Radek, siehst du hier eine Wette? Ja klar, Asian Handicap 0,5 auf Frankfurt. Ich meine, Gladbach hat in den letzten drei Spielen 14 Gegentore bekommen und warum Frankfurt hier Außenseiter sein soll, das versteht doch keiner. Also die haben Leverkusen gerade abgewatscht, als gäbe es keinen Morgen mehr und natürlich können die gegen diese Gladbacher genauso weitermachen und dem armen Adolf Hütter die Weihnachten versauen. Der Adi, ja. Aber beide Treffen ist doch auch interessant. Das ist doch eigentlich fast schon ein Sure-Bet. Komm schon. Na, aber die Quote ist ja viel schlechter. Also 1,67. Frankfurt Double Chance ist hier die Sure-Bet. Und für mich Treffen kriegst du ja eine niedrigere Quote. Und da musst du ja davon ausgehen, dass Gladbach trifft. Und die haben ja jetzt keine Argumente, dass die jetzt hier in letzter Zeit so, dass man darauf wette, dass die Tore schießen. Also ja, ich sag mal so, 0,5 auf akzeptiere ich, weil X2 finde ich. Das geht nicht. X2 finde ich auch gut. Die Argumente sind eigentlich schon so, die Defensive ist so schlecht, die müssen anlaufen und die haben gegen Leipzig einen gemacht, aber werden dann auch daheim gegen Frankfurt treffen. Egal, wir gehen nach Leverkusen, das spielt gegen das Team der Stunde. Hier schauen wir doch mal ganz kurz auf die aktuelle Tabelle, wenn wir sie denn finden. Die Hoffenheimer haben beim Stand von 1-1 einen Elfmeter pariert gegen Freiburg, um dann noch in der Schlussphase den Sieg zu holen und sind jetzt heimlich still und leise Vierter und das, obwohl es mal zwischendurch gar nicht so rund lief. Und Leverkusen, wo du das Gefühl hast, dass da eigentlich gar nichts rund läuft, sind immer noch Dritter. Also das ist schon eine verrückte Sache, spricht jetzt auch nicht unbedingt für unsere Spitze in der Bundesliga. Und auch hier gehen wir mal auf die Quoten. Leverkusen, eine freche 1,8, vor allem nach diesem wirklich Schwachsinnsauftritt gegen Frankfurt. Auf der anderen Seite, wir sagen es immer gerne wieder, Hoffenheim ist eine Hure und auf diese darfst du eigentlich nicht setzen. Ja, aber Leverkusen ist doch die viel größere Bitch, weil die vor allem, was wir ja gemacht haben beim Frankfurt-Spiel und was sich ja absolut bewahrheitet hat, dass die Leverkusener, die packen es einfach nicht, wenn es ein bisschen kalt ist. Dafür sind sie einfach zu krasse Weicheier und deswegen werden sie sich jetzt auch gegen Hoffenheim schwer tun. Allerdings sind sie dann ein bisschen zu Hause, weil der Leverkusen an sich ist ja auch so ein bisschen der Heimscheißer und deswegen werden sie zu Hause ein bisschen besser performen und ein Unentschieden macht hier absolut Sinn und diese Quote von 4,34 ist Wahnsinn für ein Unentschieden. Ja, was anderes kannst du nicht setzen. Also auf Leverkusen brauchst du auf gar keinen Fall gehen. Hoffenheim auch nicht. Unentschieden ist eine Wette wert. Aber wir reden immer noch von dem Hoffenheim, das in Bochum untergegangen ist. Und wobei, apropos Bochum, da kommen wir zum nächsten Spiel. Also gerade bei diesem Spiel sehe ich keine Wette. Ich sehe aber auch, dass die X definitiv Value hat, was du sagst. Kann man anspielen, sollte man vielleicht anspielen. Fühle mich bei diesen beiden Teams einfach jetzt gar nicht wohl. Deshalb würde ich da nicht meine Scheine oder meinen Schein reinlegen. Bochum, gerade erwähnt. Die haben letzten Samstag gegen Dortmund gespielt und genau diese Dortmunder spielen jetzt gegen ein Team, für das wir doch mal kurze Schweigesekunden einleiten wollen, Radek. Aber das macht man ja nur, wenn quasi, wenn jemand Trauer trägt, so eine Schweigeminute, oder? Weiß ich nicht. Ich finde, es ist auch eine Respektzollung, weil Greuther Fürth hat jetzt den ersten Sieg geholt. Sie sind in der Bundesliga angekommen. Genau. Hat ein bisschen gedauert oder hast du gedacht... Ja, warte mal.
Ja, Herr Leitl, grüß Sie. Ja. Ich habe es ja letztens gesagt, dass er nicht mehr sagen soll, dass Fürth nicht mehr, dass Fürth ja, reif für die erste Liga ist. Und Gratulation zum Sieg, das war überfällig. Ich habe immer an euch geglaubt. Und wir sehen uns. Alles klar, Herr Leitl, wiederhören. Also der Radek, auch, der gerade gesagt hat, er glaubt an Greuther Fürth, hat ja gesagt, dass Union gewinnt. Das möchte ich nur mal dem Herrn Leitl hier ganz, ganz entspannt mitteilen. Radek, du hast gesagt, Union gewinnt. Ich habe es auch geglaubt, aber mir gedacht, irgendwann wird doch Fürth mal einen Punkt holen, also aber einen Sieg. Never ever hätte ich gedacht, dass die gegen Union siegen würden. Und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Ich glaube, die sind immer noch nicht so richtig Bundesliga-reif, aber zumindest mit 3 Punkten haben sie 4. Ja, Anzeige ist raus. Okay, ja, dann leite ich weiter an Custodian. Ja, alles klar. Ciao. Ich sollte mich ja nicht lustig machen. Selbst der schlechteste Fürth-Spieler verdient immer noch ein Vielfaches von dem, was ich so mache im Leben. Also ja, jetzt wollte ich gerade sagen, du sagst, der schlechteste Fürth-Spieler ist immer noch besser als du. Das wäre jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Ja, das. So gut sind sie jetzt auch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Talent im Fuß habe ich auf jeden Fall. Mhm. Dortmund leider jetzt, ja, was willst du machen mit dem Unentschieden gegen entfesselt aufgespielende Bochumer? Hat es nicht gereicht. Jetzt glaube ich aber trotzdem hier, Radek, dass Fürth untergehen wird. Aber das Asian Handicap minus 2,75 bedeutet ja, dass du nur die Hälfte gewinnst, wenn Dortmund mit 3 Toren Abstand gewinnt. Und ich habe eigentlich schon so gehofft, dass wenn man sagt, minus 2 oder minus 2,5 gibt eine gute Quote, aber die Buchmacher, die respektieren in dem Sinne Fürth weiterhin nicht. Ja, das ist schade, aber mei auch irgendwo gerechtfertigt. Aber die Buchmacher glauben halt auch nicht, dass die Fürther in Dortmund treffen können. Das würde eine 2,15 geben, aber wäre natürlich auch schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelebt, nur weil sie jetzt mal ein Spiel gewonnen haben. Aber ich finde, das wäre zumindest interessanter, als jetzt auf Asian Handicap zu gehen. Ja. Weil sowohl auf Dortmund als auch auf Fürth, die Asian Handicaps machen keinen großen Sinn. Und deswegen leider gewinnst da nichts. Dann sind wir schon bei Augsburg gegen Leipzig. Beide Teams haben gewonnen. Leipzig jetzt 2 Siege in Folge gegen die B-Mannschaft von Manchester City und gegen die A-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Und auf der anderen Seite Augsburg mit 2 der letzten 3 Spiele nicht verloren. Da ist der Weinzierl, auch wenn wir gedacht haben, er ist irgendwie so mit der erste Trainer, der jetzt langsam mal die Segel streichen muss, immer noch dabei. Freut mich für ihn, freut mich für jeden Trainer. Und ja, was willst du jetzt hier sagen? Leipzig, glaube ich, wird jetzt richtig entfesselnd das aufspielen, was wir alle erwartet hätten vor der Saison mit Jesse March. Der hat aber nicht so richtig gepasst. Danach hört man immer auch warum und er spielt einen anderen Fußball oder mag einen anderen Fußball, den die Spieler nicht so richtig mögen. Kann schon sein, aber leider die Quoten auf Leipzig geben gar nichts her. Also minus 1 Asian Handicap, selbst da kriegst du nichts für, also eine 1,8, das lohnt sich alles nicht. Oder ja, denkst du, da geht irgendwo eine kleine Wette? Weil man könnte auch hier beide Treffen machen, weil die Augsburger zu Hause immerhin die Bayern geschlagen haben. Das darf man nicht vergessen. Das ist am 19. November gewesen, ungefähr 4 Wochen vor diesem Spiel, auch zu Hause jetzt gegen Leipzig. Und in der Zwischenzeit haben sie halt nur einmal auch zu Hause gegen Bochum verloren. Ausgerechnet da haben wir gedacht, die Augsburger können was reißen, zu Hause gegen Bochum, und dann verlieren sie da. Aber die anderen Spiele jetzt gegen Köln zu gewinnen, das war auch schon eine kleine Überraschung, denn Köln ist ja sauheimstark. Und deswegen, ja, freut mich sehr, dass die Augsburger so wieder Leben haben. Und gegen Leipzig werden sie hoffentlich kämpfen und vielleicht schießen sie ein Tor und dann werden beide treffen mit 1,77 eine Option. Aber ist auch ein bisschen zu spekulativ, deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht in eine Wette verrennen. No bet hier. Und dann kommen wir schon zum letzten Spiel. Und Union Berlin ist ja das Team, das Greuther Fürth den ersten Sieg ermöglicht hat. Und eins kann Union irgendwie nicht, und das schon in dieser oder auch in der letzten Saison, wenn sie der Favorit sind, da spielen sie irgendwie anders. Wenn sie gleichwertig sind oder der Underdog, dann spielen sie wirklich
gut auf. Und das ist jetzt schon beim zweiten oder dritten Spiel mir wirklich aufgefallen, dass sie ein Spiel, was sie eigentlich gewinnen oder punkten müssen, dann irgendwie abkacken. Gegen Freiburg sind sie jetzt Favorit. Das ist, kann man hier unentschieden tippen. In der Tabelle sind sie ja mehr oder weniger auch Nachbarn. Schauen wir mal. Aber hier würde ich es auch kurz machen. Ich kann hier nicht sehen, dass man auf Sieg oder Niederlage Union Freiburg setzen sollte. Unentschieden könnte man machen oder einfach Finger weg, weil beide sind gerade ein bisschen schlecht drauf. Freiburg 4 der letzten 5 Spiele verloren. Union hat jetzt 2 der letzten 5 verloren. Okay, aber da würde ich sagen, lieber keine Wette, sondern das letzte Spiel einfach mal genießen und dann gucken, ob die Wetten, die wir heute im Kopf haben, denn auch ausgehen. Und ich freue mich auf die englische Woche. Ich freue mich auf Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann ist ja auch Herbstpause und wir sehen uns spätestens wieder im nächsten Video. Und bis dahin, gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oddspedia, the Sports Betting Community.